Ja, ja, sicher. Wir fangen auch an, oder? Okay. Nächster Text. Ja, ja. Ja, das ist auch. Der nächste Text ist eine kleine Einstimmung auf den Jahresurlaub. Sangria oder der letzte Grund. Das Wetter war hier nicht so toll, viel zu heiß und ich war voll, wie der Strand, an dem ich liegen musste. Sangria, Sonnenschutz so 50 plus, die Strandbahn nicht weit weg vom Schuss, auf meiner Haut eine Ölsandkippenkruste. Kinder, die in Dünen spielen, Väter, die nach Frauen schielen, die nicht die ihren sind. Mutter träumt vom Segeltörn, vielleicht mit Rettungsschwimmer Björn. Und über allem ächzt der Wind. Jetzt müffelt noch das Meer, wie schade. Fäkalien auf der Balustrade von Möwen und unter all die Letten. Des Nächtens stechen hier die Mücken. Ein Bademeister schleicht auf Krücken, behäbig knarzen Kurgastbetten. Kinder pissen in den Sand, Väter verlieren den Verstand und Mutti macht jetzt ganz aufs Süße. Das Wetter ist hier nicht so toll. Viel zu heiß und ich bin voll. Freue mich auf euch und liebe Grüße. In den politischen Debatten wird ja immer gesagt, wenn es irgendwie knifflig wird, es dürfe keine Tabus geben. Keine Tabus, also man wird ja wohl noch sagen dürfen. Ich werde immer nervös, wenn jemand sagt, das wird man ja noch sagen dürfen. Dann wünsche ich mir immer meine Tabus zurück. Galgenhumor. Keine Tabus. Denkverbote, nein danke, ohne gleich in die rechte Ecke, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Keine Tabus. Wer unser Gastrecht missbraucht in sichere Herkunftsländer, wir können doch nicht alle. Keine Tabus. Alle Frauen auf Armlänge, alle Werte auf Abstand, so ein Smartphone habe ich nicht. Keine Tabus. Der Gebrauch von Schusswaffen an Grenzen ist eben grenzwertig. Aber uns hat auch keiner was geschenkt. Keine Tabus. Schengen ist eh scheiße, Lügenpresse, Lügenpresse, alle aufhängen. Wir haben halt Galgenhumor. Meine, die Amis haben Trump, wir haben Frauke Petri, obwohl die ja noch nicht Präsidentin ist oder Bundeskanzlerin in dem Fall. Aber man hat ja auch immer gesagt beim Trump, das passiert nicht, nein, ach was. Also dieser AfD-Wähler und Erdogan, es gibt ja so Typen, AfD-Wähler, Erdogan-Fans, Trump-Wähler. Das ist so, wie wenn Freilandhühner für die Käfighaltung votieren. Ne? Aber ja. Ich habe immer so, das ist so ein Gefühl, so ja, wie Gaffer auf Crashkurs. Bleib am Ball und halt ihn flach, denk lieber vor als immer nach. Glaub an alles, vergiss den Rest, mach mir Mut, mach mal den Test. Grab eine Grube, lass dich dann fallen, halb voll, halb leer, mal malen nach Zahlen. Gönn dir sonst nichts, nur Flaschen drehen, spring über Schatten und bleib dann stehen. Vorsprung durch Technik, Absprung nicht schaffen, überfordern und fördern, Zucker für Affen. Nervenkriege und Feuerpause, Beziehungsdramen und Yoga zu Hause. Kündigungsschutz als Einstellungssache, wichtig ist nur, was ich draus mache. Gaffer auf Crashkurs, viel Parkverbote, beste Lage hier nur für Tote, Blutdruck senken, Umsatz erhöhen, soziales Jahr ist ja auch mal ganz schön. Zeitfenster kippen, Korridore abschreiten, Sinnsprüche sabbeln, ansonsten vermeiden, Selbstfindungsgruppe, nichts hier verloren, kommst eben davon, doch nicht ungeschoren. Mailbox besprechen, dann nie erreichbar, morgen vielleicht und mach alles sonst klar. Zeitung von gestern, zum Abschied ein Kuss, Licht aus, ist spät und dann ist auch Schluss.